Wir haben die Aufgabe, einen PC zu bauen. Da habe ich mich jetzt mal dran gesetzt und habe mir Teile rausgesucht und die auch schon bestellt, wie man jetzt hier sehen wird. Moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Das ist jetzt Teil 6, meine ich, von dem PC-Building Simulator. In der letzten Folge haben wir die Aufgabe bekommen, hier die Grafikkarte zu ersetzen. Ja gut, dafür müsste ich die Teile erstmal ersetzen. Hier mussten wir eine Diagnose stellen. Das habe ich in der Zwischenzeit gemacht, weil das das erste Mal war. Zeige ich euch gleich, wie das ungefähr aussah. Und wir haben die Aufgabe, einen PC zu bauen. Da habe ich mich jetzt mal dran gesetzt und habe mir Teile rausgesucht und die auch schon bestellt, wie man jetzt hier sehen wird. Ja, hier Platine, Grafikkarte, Lüfter und. Und dann haben wir hier noch zwei neue Aufträge. Ach, das ist das leere Gehäuse, okay. Und da müssen wir einen Benchmark ausführen, beziehungsweise den PC verbessern. Gut. Dann nehmen wir uns erstmal den hier. Hier müssen wir die Grafikkarte ersetzen. Ja, das ist diese Grafikkarte hier. Installieren jetzt noch PCI-Verriegelung. Ja. Dann installieren wir die Kabel. Beziehungsweise, nee, starten sollten wir jetzt, könnten wir jetzt schon. Allerdings sollte dann eine Fehlermeldung kommen, dass die Grafikkarte keine Spannungsversorgung hat. Jetzt startet der PC. In der Zeit können wir die Seitenwand wieder schön montieren. Grafikkarte von minderer Qualität installiert. Ich habe genau dieselbe bestellt. Bis. Ah ja, interessant. Die 960 Gaming ist also die falsche. Dann gehen wir hin und bestellen eine Grafikkarte. Und es war. Stellen wir eben halt die 900. Ach, vielleicht ohne LE, nur ME. So. Ja gut, lassen wir die mal im Warenkorb drin. Ja, hier mussten wir eine Diagnose stellen. Den PC will ich einmal anschließen. Und die Diagnose ist relativ simpel. Fehler, keine CPU gefunden. Ich habe schon mal hier Seitenteile abmontiert, Lüfter auch. Und der Prozessor war einfach nur defekt. Ja gut, da steht inkompatibel. Ich hab denselben neu bestellt. Setzen den ein, machen ein bisschen Wärmeleitpaste drauf und installieren den Prozessorkühler. Ja, den verkabeln wir dann noch und starten den. Dann machen wir noch die Seitenwand drauf. Ja, perfekt. Diagnose stellen, Reparatur, PC lädt und aufnehmen. Dann sind wir mit dem hier schon mal fertig. Dann würde ich sagen, stellen wir dort unser Gehäuse hin und basteln in dieser Folge einen komplett neuen PC. Dafür montieren wir mal diese Seitenwand hier ab. Und ich denke mal, dass wir von beiden Seiten dran müssen, auch wegen der Festplatte. Ja, das stimmt. Okay. Die eine Seite Glas, die andere Metall. Gut. Dann, wo fangen wir an? Ich meine, wenn wir schon auf der Rückseite sind, er wollte 500 Gigabyte eine HDD haben, war glaube ich die Mindestanforderung. Hier, klicken wir einfach mal. Ja, ich will sehen, was er haben will, okay. Er will 16 GB RAM und 500 GB Arbeitsspeicher. 500 GB Arbeitsspeicher, ja, ist klar. So, die Festplatte haben wir schon mal drin. Dann machen wir weiter mit dem Mainboard, nennt sich hier Hauptplatine. Montieren wir einmal wieder die schönen Abstandshalter, so wie ich sie nenne. Dann können wir direkt das Mainboard da drauf setzen. Und auf dem Mainboard können wir erstmal alles Weitere dann montieren. Ich habe auch dazu bestellt direkt eine Grafikkarte, damit er natürlich sein schönes Gaming-Erlebnis haben will, wenn er damit überhaupt gamen will. Beziehungsweise spielen. Game ist halt so die Sache für. Gut, 700 € hat er dafür geblecht. Also von daher. Und so wenig ist das ja jetzt auch nicht. Platzieren wir dem einmal den RAM-Riegel da rein. Er wollte ja mindestens 16 GB RAM haben.
Und platzieren ihn da noch ein rein. Somit haben wir da insgesamt dann schön 16 GB RAM. Dann habe ich noch einen billigen Intel-Prozessor geholt. Einer der billigen guten. Machen ein bisschen Wärmeleitpaste drauf und montieren den Prozessorlüfter, auch extra dafür bestellt. Die Kabel machen wir wie immer schwarz. Und wir haben hier sogar schon Lüfter drin. Hier oben sind die Bedienelemente. Dann montieren wir einmal die HDD. Gut, wir haben noch kein Netzteil drin. Speicher haben wir. Grafikkarte können wir mal montieren. Da nehmen wir die. Ah, dafür muss ich zuerst die Blende hier abmachen. Die Riegelung. Also prinzipiell würde es auch ohne Grafikkarte gehen. Vor allem, weil wir eine Intel-Grafikkarte haben. Oh, habe ich den falschen Slot abmontiert. Weil wir einen Intel-Prozessor haben. Und Intel-Prozessoren haben ja generell eine eingebaute Grafik-Unit. Nehmen wir uns wieder die Grafikkarte, montieren die einmal hier rein. Und installieren die Verriegelung. Perfekt. Ja, also bis jetzt ist eigentlich alles relativ simpel. Dann haben wir noch übrig Netzteil. Hatte ich natürlich auch eins bestellt. Ich meine, 450 Watt ist jetzt völlig ausreichend für den Scheiß. Huch. Montieren das einfach mal. Und jetzt können wir eigentlich verkabeln und mal ausprobieren. Nehmen wir uns die Kabel und montieren drin einfach mal die Spannungsversorgung. Schön am Netzteil. So, soweit habe ich eigentlich. Starten wir den ganzen Schissel mal. Theoretisch sollte er jetzt... Ah, ich könnte den USB-Stick noch montieren, dass der auch das Betriebssystem lädt. Beziehungsweise installiert. Und in der Zeit können wir mal die Seitenwand drauf machen. Ah, ich muss den PC einmal neu starten, weil ich den USB-Stick zu spät angeschlossen habe. So, dann starten wir den einfach mal radikal neu. Montieren hier hinten noch die Seitenwand. Und dann haben wir eigentlich den PC fertig. Und der war, ich glaube, das waren auch knapp 700 Euro, die ich dafür ausgegeben habe. Gut, ich meine, die Grafikkarte kommt ja noch. Ach komm, dann soll der PC mir auch nicht den Platz wegnehmen. Dann stelle ich den einfach mal hier ab. So, der wollte ein Upgrade. Da müssen wir gleich auch mal schauen. Diagnose stellen, fehlendes Kabel. Habe ich vergessen, den Lüfter anzuschließen, oder wie? Also, sieht anscheinend so aus, als hätte ich... Ja. Würde ich mal drauf tippen. Warum... Warum war denn der Lüfter nicht an... Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, anscheinend ist jetzt alles grün. Anscheinend ist er jetzt fertig. Kann das sein? Ja. Gut, und den haben wir bereit für Bootvorgang. Eigentlich ist der hier ja jetzt auch soweit fertig. Dann schauen wir mal hier kurz unter den E-Mails. Grafikkarte ersetzen. Ja, hier können wir einmal kassieren. Direkt verwerfen. Ja gut, die Grafikkarte habe ich ja neu bestellt. Und zum Whiteboard. Ach, jetzt muss ich... Ach, lol, den Zettel. Hey, das ist lustig gemacht. Kassieren, ist alles grün, 830, klingt gut. Ja, brauche Reparatur, HDD ersetzen, PSU ersetzen, kann man machen. Ja gut, unwichtig für uns, überhitzter PC, ja, können wir auch machen. Ja, können wir auch machen. Ja, können wir auch machen. Ja, gucken wir mal, was rauskommt. So, wir haben hier einmal... Der will... Okay. Ja gut, die Grafikkarte machen wir später. Und der will einmal, dass wir mit dem Benchmark relativ gut sind. Also er will mindestens anscheinend 3474 haben. Das schauen wir doch mal.
ja, warum ist die Benchmark-Software nicht drauf? Ja, installieren wir mal einen USB-Stick. Was lustig wäre, wenn er das schon schafft, aber wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Installieren mal kurz. Boah, ist das plötzlich so laut. Wir installieren mal kurz die Benchmark-Software. Und schauen dann mal währenddessen hier weiter. Ich meine, hier kann ich eigentlich nicht viel machen. Also bestellen. Ach lol, warte mal. Kann ich eine PSU ersetzen? Ach lol, ich sehe ja die Teile schon im Voraus, echt. Das ist ja lustig. Ich meine, das ist etwas hilfreich. So. Er will neu starten, kann er gerne machen. Dann schauen wir hier einfach mal. Ja gut, die Grafikkarte, die kommt ja noch. Ja gut, Leistungsmerkmale ist halt... Was hat er denn für eine HDD? Ja, warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier das Benchmark ausführen. Das überspringe ich dann aber wieder. Das wäre, glaube ich, zu viel für euch. Ja gut, hier bin ich wieder. Ich habe mir überlegt, in der Zwischenzeit, wo der andere Computer ja da den Test macht, können wir einfach mal hier die Ersatzteile bestellen. Also wir PSU, wir brauchen einmal einen Cooler Master Bronze 400 und HDD 500 GB. Also erstmal Netzteil, Cooler Master Bronze 450. Ja, das ist jetzt nicht teuer. Und eine Festplatte 500 GB. Ja, bestellen wir. Ja gut, das können wir erst vor Ort machen. PC aufrüsten. CPU hat er ein Ryzen 5 1400. Dann gehen wir mal hier hin. Ryzen 5 1400. Nehmen wir einfach mal den. Und dann wollte er 16 GB dran. Gut, das habe ich ja so oder so hier. Der will das Netzteil ersetzt haben. TX 550M. Okay. TX 550M. In den Warenkorb. Und dann Upgrade bitte. Ja gut, das muss man später mal schauen. Also der hat 3351 und will 3400... Okay. Okay. Was hat der denn? Ach, der will wahrscheinlich bei beidem was besser sein, oder? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ich meine, der mischt ja aus beidem zusammen Grafikkarte und Prozessor. Wie wäre es, wenn wir dem einfach eine bessere Grafikkarte einbauen? Oder muss... Nö, eigentlich... Er hat eine GTX 970 irgendwas drin. Dann schauen wir mal im Shop unter Grafikkarten. Eine 970 irgendwas. Okay, habe ich mir sehr gut gemerkt. Was ist mit so einer 980 Ti? Gut, die kostet auch wieder 500. Was hat der denn für ein Budget? Nee, der wollte 3400. Budget 250. Ja, gut. Löschen war einfach. Nee, lohnt sich nicht. Grafikkarte ersetzen. Gut, die Grafikkarte, die kommt ja schon. Das habe ich bestellt. Müssen wir schauen. Habe ich ja. Habe ich auch bestellt. Und kommt auch. Gut, dann gehen wir zum Shop, Warenkorb und bestellen den ganzen Krempel. So, ja, gut. Der PC jetzt ist da weg und das Einzige, was wir noch haben, ist, wo wir die Grafikkarte ersetzen müssen. Aber ich meine, die kommt ja noch. Das können wir ja auch schön in der nächsten Folge machen. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Kommentiert, abonniert, lasst mal einen Daumen nach oben und nach unten da. Ich meine, das ist jetzt schon die 6. Folge. Und daher könnt ihr mir jetzt gerne langsam mal damit echt gut ausdrücken, ob ich weitermachen soll oder ob das Thema euch schon stört. Ja, ich hoffe soweit, dass es euch gefallen hat.
ja, schaut mal unten in der Videobeschreibung, da sind noch ein paar Sachen verlinkt. Und jetzt könnt ihr gerne entweder ein Video von mir weiterschauen oder ihr guckt euch ein anderes an. Eins von mir wäre natürlich lieber. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und dann haut rein, Leute. Ciao, ciao.